Optimal funktioniert es halt nur besser. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte nochmal in die Zufriedenheit. Karibische Zufriedenheit 48. Jetzt klüppeln wir die Zufriedenheit hier ein bisschen runter. Nee. Wir machen jetzt wieder was anderes. Warum funktioniert das nicht? So. Haben wir überhaupt noch eine Rebellenbedrohung? Keine. Wieso ist die Rebellenbedrohung eigentlich keine? Ich meine, ich finde es geil. Ich finde es richtig geil, aber es überrascht mich halt ein bisschen. Bunte Wände helfen dabei, die Bewohner von den beengten Lebensbedingungen abzulenken, durch die sie immer wissen, was die Nachbarn gerade tun. Ja, die Qualität sinkt mit der Zeit. Ne? Fährt er rückwärts? Ne, sah nur so aus. Das sah nur so aus. Was macht denn die Forschung gerade? Die Forschung erforscht uns gerade die Kontrollpunkte. Irgendwer zwackt uns die Wissensproduktion ab. Das wird die Korruptionsagentur sein, ne? Das ist der. Wahrscheinlich ist das die Korruptionsagentur. Ah, hier oben ist das Gebäude fertig. Kriegt natürlich gleich Anschluss ans Stromnetz. Wohnqualität 49 nimmt halt weiter ab, ne? Aber das hatte ich nämlich gesucht. Da bin ich dafür, tatsächlich davon ausgegangen, dass das unter den Verbesserungen mit aufgeführt ist. Aber nein, es ist hier vorne. Renovieren. Wir können das Gebäude also wieder... Wir können wieder seine ursprüngliche Wohnqualität herstellen. Das wollte ich nur wissen. Wie ist es eigentlich mit so Plantagen, wo man ein bisschen Mist gebaut hat? Da kann man nur die Ressource wechseln. Okay. Okay, okay. So. Ja, also ich würde sagen, industrietechnisch haben wir tatsächlich diese Woche hier wieder einiges geschafft, oder? Auch da ist mit ziemlicher Sicherheit noch einiger Spielraum nach oben, aber prinzipiell läuft es im Moment. Ein Auftrag, okay. Präsident, lieben Sie es nicht, den Schiffen beim Verlassen des Hafens zuzuschauen? Jedes beladen mit Gütern für den Export, einige davon sogar legal. Unglaublich. Es verlassen jeden Tag so viele Schiffe, Tropico, dass es niemandem auffallen würde, wenn noch eine Kleinigkeit mehr exportiert wird. Es wird keinen Grund geben, Fragen zu stellen. Verdrängen Sie den Gedanken einfach. Falls im Gegenzug etwas Gutes passiert, war das einfach ein Geschenk. Wir benutzen hier das B-Wort nicht. Autos exportieren können wir machen. Das können wir machen, das ist nicht das Problem. Allgemein, wir könnten uns mal wieder einfach so ein paar Quests von den verschiedenen Fraktionen einholen, oder? Dann haben wir wieder ein bisschen was, auf das wir erstmal hinarbeiten können. Ich bin sicher, dass Sie es kaum erwarten können, die Meinungen der aufrichtigen und ehrlichen Bürger unserer großen Nation zu hören. Besonders, wenn Ihnen eine äußerst lukrative Geschäftsmöglichkeit bekannt ist. Die drei ersten Tropikaner mit halbwegs guten Angeboten erhalten eine exklusive Audienz bei unserem geliebten Anführer. Jedenfalls, solange sie zuerst die Verzichtserklärung für die Exklusivrechte unterschreiben. Sorge dafür, dass jede der drei Fraktionen mit den niedrigsten Rufwerten eine Forderung stellt. Diese Verordnung hat eine Abkühlphase von 12 Monaten. Das macht nichts, ich werde höchstwahrscheinlich sowieso wesentlich länger als 12 Monate brauchen, um die entsprechenden Forderungen zu erfüllen. Also von daher. Wir können die Rettung des Planeten nicht garantieren, wenn die Menschen nicht umweltbewusst sein wollen. Warum freunden Sie sich nicht mit Mutter Erde an und helfen uns dabei, ihr eine große Umarmung zu geben?
Ich weiß. Sie mögen Umarmungen nicht sonderlich. Stellen Sie es sich einfach wie eine Art Bestechung vor, aber mit positiver Energie anstelle von Geld. Ändere die Verfassung bei Arbeitsmarktpolitik zu glücklicher Kindheit. Da muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Präsidente, aber ich bin heute mit dem Verlangen aufgewacht, Geld zu verdienen. Mein erster Gedanke war, dass wir einfach Dinge untereinander kaufen und verkaufen sollten, bis wir beide auf mysteriöse Weise reicher sind, denn das scheint zu funktionieren, aber das haben wir schon gestern gemacht, deswegen habe ich eine bessere Idee. Schmuck herstellen, Jost, das kriegen wir hin. Meine Gemeinde wurde mit Glaube, Hoffnung und Wohltätigkeit gesegnet. Und ich hoffe, dass ich auch an Ihre Wohltätigkeit glauben kann, Präsidente. Ach, mir mache ich etwas vor. Der Himmel war nie ein greifbarer Ansporn für Sie. Nun, es gibt da etwas, das ich brauche. Falls Ihre ewige Belohnung nicht genug Motivation sein sollte, dann denken Sie einfach an die greifbare Belohnung in Form der Beschwichtigung der religiösen Wähler. Eine Irrenanstalt bauen, das trifft sich ganz gut, das wollte ich sowieso noch machen. Das können wir sogar jetzt gleich machen. So, kaufen uns nochmal die Blaupause für das Fastfood-Restaurant. Das ist tatsächlich eines der wenigen Gebäude, die uns hier jetzt noch fehlen. So, die Luxusunterhaltung, da haben wir zumindest alles schon mal erforscht. Hier ist halt noch ein bisschen was, ne? Hier fehlt uns tatsächlich noch einiges. Inspirierende Werbung kommt natürlich da unten an die stark befahrenen Gebiete. Ich wage zu behaupten, hier zum Hafen fahren die auch oft. Oh, guck mal, was da unten los ist, ja? Hier, zack. Erhöht die Zustimmung aller vorbeifahrenden Bürger. Das ist sehr schön. Hier oben kann auch noch eine hin. Ihm hatte ich es doch ausgewählt. Hallo? So, da ist er. Viele Grüße! Erhöht die Zustimmung von Vorbeifahrenden leicht. Tropicos Flagge verringert die Chance, dass Bürger, die in der Nähe leben, auswandern, wiederverwerten, senkt die Umweltverschmutzung von Wohngebäuden in der Nähe um 33%. Passt auf euch auf, verringert die Chance, dass Bürger, die in der Nähe leben, kriminell werden, trauen nie dem Feuer, verringert die Chance, dass Gebäude im Umkreis Feuer fangen um 50% und die Heavy Rotation wechselt dann automatisch. Aber nee, ist schon ganz gut so. Die habe ich ja tatsächlich gebaut mit dem Ziel auf die Zustimmung. Nichts wärmt das Herz mehr als inspirierende Werbung, die perfekt mit den eigenen politischen Ansichten harmoniert. Wenn es Spaß macht, ist es keine Propaganda. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Da irgendwas Interessantes dabei, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. So viel zur inspirierenden Werbung. Was haben wir denn noch? Ein Forschungslabor. Generiert viel Wissen zum Erforschen von Regimewerkzeugen. Braucht aber auch jede Menge Dings. Hier eine inspirierende Statue. Die können wir hier beim Palast aber nochmal mit hinsetzen. Da. Ich stehe falsch rum. Ich komme wieder weg. Die bauen wir nochmal. Hier unten wohnen viele Leute, ne? Da haben wir sogar noch Platz.
So, okay. Was können wir denn... Steigert die Zustimmung von Bürgern, die in der Nähe leben, leicht. Das ist doch schön. Warum sich mit Bildhauerei begnügen, wenn man eine inspirierende Statue haben kann? Was sie so inspirierend macht? Eine Kombination aus dynamischer Pose, ergreifender Inschrift und dogmatischer rhetorischer Verankerung. Ja, ich meine, was war Mamba, ne? So, das Forschungslabor. Das Forschungslabor ist tatsächlich, wäre nochmal eine relativ interessante Geschichte. Aber das ist eher sowas hier für den harten Stadtkern, also hier irgendwo. Da kommt's hin. Tropicos Nerds unterscheiden sich nur durch ihre gesteigerte Paranoia von den Nerds anderer Nationen. Sie jagen bei dem Versuch, neue Technologien zu erfinden, ihre nagelneuen Labore in die Luft und erklären in haarsträubenden Berichten, warum es die Schuld einer anderen Nation war. Na, das sind Leute ganz nach meinem Geschmack. Ja, immer sind die anderen schuld. Da kann tatsächlich auch noch mal eine Luxusvilla oder irgendwas daneben, weil die werden viel Geld verdienen. Die werden viel Geld verdienen, kann ich hier schon... Das ist halt so belastend, dass das erst fertig gebaut werden muss, ne? Das vergisst man dann tatsächlich so schnell. Achso. Die Verfassung. Arbeitsmarktpolitik. Wir haben die Frührente. Senkt das Rentenalter um 5 Jahre, erhöht die Arbeitsqualität. Glückliche Kindheit. Der Standardzustand. Warum? Warum wollen die Umweltschützer, dass die Leute länger arbeiten? Das verstehe ich nicht. Vor allem, es erhöht halt die Arbeitsqualität überall, ne? Es gibt absolut keinen Grund, das nicht so zu machen. Soweit ich das sehe zumindest. Präsident, der Markt steigt und fällt so extrem schnell. Wenn ich mir nur die Berichte ansehe, werde ich schon seekrank. Natürlich war mir völlig klar, dass unsere Waren auf See einem ständigen Auf und Ab ausgesetzt sein würden. Von den Preisen hatte ich mir das aber nicht erwartet. Aber ich muss zugeben, das könnte die ideale Gelegenheit für große Profite sein. Oder Verluste. Wie sagt man so schön? Schwimmen wir einfach mit dem Strom. Die monatlichen Preisschwankungen aller Waren sind stärker. Gut, das ist etwas, das kann rein potenziell dann natürlich auch zu unseren Gunsten schwanken, richtig? Kann er da mal das Forschungslabor bauen? Ich gucke inzwischen mal weiter. Hier Unterhaltung, Luxus und das sind die Unterhaltungsdinger. Da wollte ich mich tatsächlich dann noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, wenn wir tatsächlich in den Tourismus gehen. Hier haben wir halt noch einiges, ne? Medien und Bildung hätten wir noch einiges. Tourismus lasse ich erstmal außen vor. Dienstleistungen. Haben wir inzwischen irgendwo mal ein Krankenhaus gebaut? Fällt mir gerade so ein. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir... Krankenhaus von Tropico sollte irgendwo hin, wo viele Gebäude stehen. Wobei... Welche Seite ist denn vorne? Die, ne? Da ist das Krankenhaus von Tropico und die Irrenanstalt. Behandelt Personen, die sie eingewiesen haben. Sie verlieren ihre politischen Ansichten. Warum die religiöse Fraktion sowas unbedingt haben will, weiß ich natürlich nicht. Aber die würde ich hier tatsächlich so ein bisschen außerhalb
mit anbringen wollen. Beziehungsweise die würde ich halt so ein bisschen außerhalb anbringen wollen, ne? Jetzt müssen wir doch dahin. Das erste Gebäude auf der neuen Insel. Die Irrenanstalt auf der anderen Seite von der Brücke. Ja, wenn das auf die umliegenden Gebäude sowieso keine Auswirkungen hat, sondern da einfach nur Leute hingepackt werden, die ich einweisen lasse, so ähnlich wie mit dem Gefängnis. So, jetzt können wir hier mit den Kontrollpunkten ein bisschen was machen. Hat noch nicht bei den Botschaften auch welche? Da. So, zufällige Durchsuchungen. Das Gebäude wird auf Basiseinstellungen betrieben. Bei Basiseffizienz hat der Kontrollpunkt eine Chance von 4% verborgener Rollen von Vorbeifahrenden zu erkennen. Und Straßenzoll ist halt keine Rollenerkennung. Das Gebäude erhöht nicht die Sicherheit. Sie verdienen $1 pro Fahrzeug, das den Kontrollpunkt passiert. So, Bums. Das wäre jetzt sowas, da würde ich tatsächlich... da könnten wir jetzt tatsächlich noch ein paar mehr von bauen. Das dürfte sich nämlich tatsächlich auch so ein bisschen... Straßenzoll $5. Yay! Ach, na, mein Gott, Kleinvieh und so, ne? Ich würde einfach sagen, da gucken wir dann in 2-3 Jahren nochmal nach. Und, das Gefühl habe, dass das halt so überhaupt nichts bringt. Dann ändern wir das wieder. Hier müssen halt Kontrollpunkte hin, ne? Da fahren viele. Da fahren sehr viele Autos. Dann danach hier oben halt auch. Weil da die Hafenanlagen sind, da müssen ja immer wieder Transportautos und sowas durch, ne? Dementsprechend natürlich auch da. Das ist der einzige Weg nach da unten, ne? Da kommen wir hier auch nochmal. So, und alle umstellen. Und dann gucken wir mal, wie sich die Situation entwickelt. Ach, guck mal, unser Forschungslabor ist auch fertig. Wissen behalten, Wissen investieren. Oder Wissen teilen. Generiertes Wissen wird zu Überfallpunkten. Das ist sinnvoll, das dann tatsächlich zu machen. Oh, guck mal. Hier wohnen Leute. Wie ist bei euch die Wohnqualität? Na, noch geht es. Noch geht es. Ich habe da noch irgendwas gebaut gerade, ne? Eigentlich noch irgendwas gebaut? Was habe ich noch gebaut? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall geht unser Geld konstant nach oben und die Zustimmung in der Bevölkerung auch. Irgendwas scheinen wir also gerade richtig zu machen. Doch hier, das Krankenhaus, was? Ein Krankenhaus bedient paranoide, hypochondrische Ängste von obskuren Krankheiten durch rigorose und unnötige invasive Untersuchungen. Die Chirurgen bedanken sich herzlich für ihre obszönen Gehaltschecks. Ja, mit einem Krankentrakt, natürlich. Und das Ding hier drüben ist noch nicht fertig. Das wird so das erste sein, was war. Nächste Woche dann in Angriff nehmen, in der nächsten Aufnahmesession.
Genauso wie wir uns vielleicht dann endlich, ich will es nicht versprechen, ich hab's ja tatsächlich für diese Woche mehr oder weniger garantiert gehabt und mich dann letztendlich da doch nicht dran gehalten. Aber es könnte, so wie sich unsere Wirtschaft jetzt erholt und entwickelt hat, will ich es auf jeden Fall an dieser Stelle halt auch nicht komplett ausschließen, dass wir nächste Woche dann tatsächlich mal anfangen, unsere Tourismusinsel zu gestalten. Energieknappheit in Netzwerk 1, was denn da nicht richtig? Kostet er gleich einiges mehr. Aber okay. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Außerdem, was ist schon legal, wenn jedes Land andere Gesetze hat? Und was internationale Gesetze angeht, nun ja, meine Beratungsfirma arbeitet in internationalen Gewässern und meine Buchhalter sind im Orbit. Nur aus steuerrechtlichen Gründen. Sie verstehen. Ja, klar, natürlich. Ich verstehe immer. Ich würde aber auch sagen, das reicht's jetzt erstmal mit Tropico für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann!